Hier Channel 8, ne? Erstes Video von Onkel Johnny. Wir helfen ein paar Kindern. Das tut dieser Channel. Den könnt ihr gerne abonnieren und umso mal 3000. Ich werde einmal im Monat so ein Video dahin spenden, quasi spenden. Und die Klicks werden den Kindern helfen. Für einen guten Zweck. Und das ist der erste YouTube-Kanal hier. Der hier oder der hier. Der da irgendwie was mit Spenden da diese ganze Nummer macht. Ne? Das volle Programm. Prost, Kinder. Ziehen wir erstmal ein alkoholfreies Weizen rein. Nur für euch. Boah, das Spenden ist echt hart. Boah, kein Alkohol. Let's fire the cook and grill for the rest of our lives. Hallo Leute, ja, es gibt heute mal einen Wurstebrei-Burger. Kleine Kinderportion erstmal hier, ne? Aber keine Panik, die nächsten Folgen werden ein bisschen größer ausfallen. Aber wir fangen erstmal klein an, damit sich die Leute ein bisschen daran gewöhnen, an den Johnny-Style. Hier natürlich Wurstebrei rein. Vorher erstmal den Mini-Dutch mit Bacon ausgefüllt und jetzt pressen wir da. Oh, sieht das lecker aus. Wurstebrei rein. Ja, ganz genau. Ja, wie von Omi, Freunde. Omi hat das immer mir als kleines Kind gebastelt hier. Und dann dachte ich, das muss die erste Folge werden, Freunde. Schön platt drücken hier, den Wurstebrei. Ja, lecker sieht das aus. Da kann man sich eigentlich jetzt schon aufs Brot schmieren, aber Freunde, obendrauf noch hier so einen schönen Käse hier, ne? So, mit dem Bacon drüber hier. Ja, das hat vorher noch niemand gekocht, aber ich bin der Pionier. So, ne, Freunde? Deckel drauf, Mini-Dutch auf den Deckel drauf. Ja, muss ein bisschen pressen. Junge, Junge, ja, es dickt schon gleich zusammen hier. Lassen wir es einfach erstmal so. Und Gasgrill Indirect Heat hier. Deckel drauf und Deckel zu, Freunde. Und in der Zwischenzeit ein Gürkchen und ein bisschen Lauchzwiebeln. Ein Schnitt vorher, ne, bloß nicht in die Finger. Und dann nach 45 Minutes, ne, 180 Grad Indirect Heat. Ja, das Ding qualmt, Freunde, ja, ihr seht's. Das Ding ist auf Vollgas hier. So, Brötchen nehmen wir. Kleine Mini-Folge natürlich, tada. Und Barbecue Sauce drauf, Freunde. So. Ein Gürkchen erstmal hier belegen, natürlich, Tetris-mäßig, dass das ganze Brötchen voll ist. So, oh, da bleibt schon ein bisschen Bacon am Deckel hängen, aber das managen wir schon. So, jetzt kommt der große Moment. Einmal mit dem Messer rumschneiden hier. So. Und überlunzen. Und ich hoffe, es lunzt. Ja, hundertprozentig, Freunde. Bisschen Grünzeug oben drauf. Und, ja, Deckel drauf. Und hier ist der Nummer 1 Burger. Ja, es wird sich noch steigern, Freunde. Er war lecker, aber muss ich ein bisschen löffeln. Ich hatte gedacht, er wäre ganz geblieben, aber irgendwie ist er so rausgelunzt. Heißt ja nicht umsonst Wurstebrei-Burger. Freunde, ballert euch rein. Schneller Lunser für zwischendurch. Aber demnächst, also ich zeige nochmal, wie man den essen könnte, so. Der Rest muss gelöffelt werden. Und ab in den Hals. Boys and Girls, lunzt mal bei mir vorbei oder bei denen. Und abonniert hier beide Kanäle am besten, wo es drauf lunzt. Bis bald, Freunde. Der nächste wird wieder ein vernünftiger Burger. Keine Panik.